Was ist los mit mir? Gar nicht. Nur wünschst du dir nicht manchmal, du könntest einfach zurückgehen, deine Vergangenheit neu schreiben, andere Entscheidungen treffen? Eine Zeitreise macht mehr Mühe, als sie wert ist. Ah, gutes Argument. Das meinst du metaphorisch, richtig? Nein. Natürlich nicht. Der meiste Sand hat sich gelegt. Aber hinter dem Pass wütet noch ein Sturm. Und das heißt... Noch ein Hafgufa! Seltsam. Die Lichtalgen scheinen diesen Bereich des Durchlands versiegelt zu haben. Wieso? Zum Glück können wir ihn mit dem von einer sehr umsichtigen Göttin verstärkten magischen Meißel entsiegeln. Ja, das ist ein Glück. Die verbotenen Sande liegen vor uns. Laut Baylor ist das umstrittenes Gebiet. Und es tobt ein weiterer Sturm. Ich weiß noch, wie Freyr und ich als Kinder in diese Welt reisten. Damals war die Wüste gesund und voller Leben. Ich befürchte, dass diese Zeit für immer vorbei und unser Bemühen hier sinnlos ist. Das ist berechtigt. Dieses Land braucht mehr als zwei singende Hafufas, um zu heilen. Aber ich muss daran glauben, dass wir Alfheim auf lange Sicht Gutes tun. Tja, suchen wir erstmal einen Weg unter die Erde! Haltet nach einer Höhle Ausschau! Ich hoffe, Freyr weiß unsere Arbeit hier in der Wüste zu schätzen. Ob er ahnt, wie schlecht es dieser Welt in seiner Abwesenheit ergangen ist? Ja, das Lied der Sande zu hören ist ein seltenes Privileg. Auch wenn es nur ein Solo ist. Oder ein Duett, wenn dieses Hafufer frei ist. Diese Architektur stammt nicht von Dunkelalben. Eine verlassene alte Siedlung, wie es aussieht. Lang vor der Erschaffung des Lichtbrunnens erbaut. Und noch mehr Stoffsubstanz. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Von Stoffsubstanz ist Geräusche. Als ich letztes Mal mit dir und Atreus hier war, hielt ich das Fehlen von Alfheims Licht für ein war nicht klar, dass es von Stoffsubstanz. Ja, und für die Dunkelalben ist diese Lichtsäule in der Mitte des Tempels eine Anomalie. Sieh doch mal, wie alt manche dieser Flächen sind. Viel älter als der Lichtbrunnen oder unser gefangenes Hafkufer übrigens. Was für eine einfühlsame Perspektive. Tja, wenn man ein paar Winter lang am Hintern eines stämmigen Gottes hängt, ist man für jede neue Perspektive dankbar. Stocksubstanz, aber dichter. Das ist zu dick. Vielleicht hilft uns dieser Dämmerstein weiter.
Na bitte. Noch ein Scheusal! Links! Erwischt! Wechseln in Alfheim auf den Besitzer. Es scheint zumindest so. Pikvir hat erwähnt, dass diese Ruinen für die Lichtalben von historischer Bedeutung sind. Sie sind nur hier, um Eindringlinge fernzuhalten. Naja, sie haben es versucht. Da würde der Leichnam da unten wohl nicht zustimmen. Erkannt. Lasst uns weiterziehen.
Achtung! Rechte Seite! Gegner hinter dir! Wachsam bleiben! Ich hoffe, in Freiheit vermehren sich diese Hafkufers wieder. Es war überwältigend. Der Himmel Alfheims, erfüllt von ihrem Lied. Es war wohl der Mangel an Licht, der diese beiden so ungewöhnlich groß werden ließ. Wozu Babys bekommen, wenn es nichts gibt, was sie nähren kann? Sie wollen ihre Kinder vor einer rauen Welt schützen. Nachvollziehbar. Begreifen, vor welcher Wahl sie in Freiheit stehen? Welcher Wahl sprichst du? Der Lebenszyklus der Hafkufers. Um sich fortzupflanzen, müssen sie ihr Licht an ihre Kinder. Und ohne Licht sterben sie. Ja, es ist wohl alles, worauf wir am Ende hoffen dürfen. Dass unser Tod einen Sinn hat. Dass wir durch unsere Kinder weiterleben. Tja, hätte ich noch eine Chance, wüsste ich. Gut, fast geschafft.
Dann mal zurück nach oben. Das wird bestimmt für viele Segen von Freyr benutzt. Das Schicksal dieser Kreatur erinnert mich an eine Geschichte. Wirklich? Es war einmal ein Schmied, dessen König ihm befahl, eine Kiste zu bauen, die alles Übel der Welt fassen konnte. Doch kein Metall war stark genug dafür. Also nahm der Schmied die Flamme Kratos. Wird das eine Geschichte, die mich trösten soll? Vielleicht ist es nur eine Geschichte. Ein Zeitvertreib. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, aber... deine Geschichten. Was ist mit meinen Geschichten? Ich würde sie nicht gerade tröstend nennen. Stimmt. Mimir ist der bessere Erzähler. Ah, nicht so bescheiden, Bruder. Du hast es seit den lakonischen Fabeln weit gebracht. Ist schon gut. Erzähl die Geschichte, Kratos. Nur die Tochter des Schmieds konnte seine Kiste öffnen. Er starb, als er sie vor denen schützen wollte, die danach trachteten. Tja, immerhin ist die Geschichte nach. Wir haben Alfheims Gastfreundschaft wohl überstrapaziert. Mal wieder. Hinter dir!
tröstet dich vielleicht, dass du nur das Beste für deinen Sohn wolltest. Selbst diese Kreaturen wissen, Eltern bleibt kaum eine Wahl. Du bist nicht allein. Nein, nicht wahr? Und sie sind es auch nicht mehr. Das Lied der Sande. Oh, jetzt werde ich auch noch rührselig. Es ist wunderschön. Danke, Kratos. Dieses Land singt wieder. Wir haben hier Gutes getan. Wir bleiben doch noch, oder? Wer weiß, was uns in einem neu erleuchteten Ödland alles erwartet.